Willkommen zu einem neuen Spiel in Roblox und wir spielen den folgenden Spiel, nämlich ETC TV Brescentiot Minigames. Ja, eine sehr schöne Map auf jeden Fall, die ich früher relativ häufig sogar gespielt habe, allerdings damals noch als Gaststatus, also ohne quasi mein Account, deswegen ist hier relativ überschaubar das Ganze. Und ja, was erwartet euch hier? Quasi unterschiedliche Minispiele, gerade läuft dort unten etwas, dass Leute auf Plattformen stehen und nicht in die Lava fallen dürfen, und dann gibt es. Ja, und ich habe mich erstmal kurz hier ausgestellt, damit ich nicht während der kurzen Pause hier schon gleich in ein Spiel reingeportet werde. Ja, das nächste Spiel startet gleich. Es gibt hier eben auch ein Punktsystem. Hier haben wir Goldmünzen und hier haben wir diese ECTV Special Münzen, die man hier quasi bekommen kann, wenn man etwas gewinnt. Ein Minispiel, und ja, sind ein paar Leute da. Es spielen irgendwie gerade aktuell nicht viele, aber wir schauen mal. Ja, und jetzt haben wir hier die Wahl, was wir hier spielen wollen. Und dafür können wir eben voten, wer eben am meisten hat, der bekommt's. Und es wird. Stand on the highest platform to gain points. Throw off other players trying to steal them. King of the Platform. Das bedeutet, Three, wir haben hier so schöne two, one, go! Waffen. Und jetzt das Spiel. So lange wie möglich. Ja, das war ja schon ein richtiger Fail. So lange wie es geht, in dem Fall auf der oberen Plattform hier stehen. Und je nachdem, je nachdem, wie viele Sekunden wir bleiben, umso mehr Punkte bekommen wir. Und ich versage jetzt hier gerade auf Grund und Boden. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Und ja, dann schauen wir mal. So, jetzt sind wir zumindest schon mal oben. Und jetzt mit dieser sehr männlichen Farbe hier. Schaffen. So, jetzt. Na, immer hüpfen. Verdammt. Wieder hoch und um sich schlagen, verdammt. Schnell wieder hoch, und da läuft ja der Timer. Meistens sind es 2 Minuten. Und ich hoffe, ich kann zumindest alle Spiele hier mal zeigen. Das wäre zumindest das Ziel des Ganzen. Ey! We're running out of time. Jetzt komme ich hier nicht hoch. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Also das war jetzt keine gute... Ach du liebe Zeit. Ja, das war jetzt keine so wirklich gute Runde, aber das ist ja quasi immer das Problem. Wenn man aufnimmt, dann klappt es halt nie. Und... Ja, na gut, ein bisschen gehalten. Jetzt schauen wir mal die Auswertung. Und... Well played. Ja, war jetzt nicht so gut, 25, das ist sogar nur die Hälfte vom Erstplatzierten, der sogar 50 Sekunden quasi drauf geblieben sind. Allerdings, wir haben trotzdem hier ein bisschen bekommen, 5 Münzen und Erfahrungspunkte. Ja, und jetzt sind wir hier wieder in dieser wunderschönen Lobby, dass der so ein bisschen wie ein Studio aussieht. Hier kann man irgendwas umtauschen, das habe ich allerdings noch nie gemacht. So, was machen wir denn mal jetzt? Ja, von mir ist das, was wir gerade gesehen haben, nämlich Popcorn Madness. Und schauen mal. The floor is popping away underneath you. Don't fall in the lava below. Ja, das heißt jetzt 2 Minuten aushalten, nicht in die Lava fallen. 3, 2, 1. Einfach aushalten. So, und wie man jetzt natürlich unschwer erkennen kann, je nachdem wie rot das Feld wird, umso eher bricht es ein. Ja, ich mache es eigentlich immer so, ich bleib einfach stehen. Das ist eigentlich das Sinnvollste, was man machen kann. Okay, zack, wieder auf ein weißeres Feld drauf und dann schauen. Ich weiß auch nicht, warum da manche immer wie wild rumspringen. Aber ja, ist halt jede Taktik selbst so. Wie lange haben wir noch? Noch 90 Minuten. Vor allem eigentlich ist ja hier oben auch eine Uhr, weil ich gucke irgendwie immer eher in den Studio-Monitor.
Ja, die sieht noch gut aus. Natürlich ist klar, sollten alle natürlich runterfallen, dann ist das Spiel natürlich beendet. Das ist ja ganz klar. So, die Hälfte der Zeit ist um. Und hier wird es langsam, aber sicher gefährlich. Wir stehen hier zu viert auf einer Plattform. Tja, ich denke mal, das ist ein gefährliches Spielchen. Also das ist wirklich eine sehr, sehr gefährliche Sache, die wir machen. Also wir können jetzt nur hoffen, dass jetzt innerhalb der letzten 20 Sekunden hier nichts passiert auf dieser Plattform, weil sonst sind hier mal 5 Leute tot. Oh, der hat sogar hier rüber geschafft. Oh, why? Fünf, vier, drei, zwei, eins und das darf ja wohl nicht wahr sein. In der letzten Sekunde ist die. Nee! 120 Punkte. Also wir haben es doch geschafft. Ich habe gedacht, wir sind in der letzten Sekunde abgestürzt, aber es waren dann doch die 120. Gut, nochmal Glück gehabt und wir haben dafür, weil wir komplett durchgehalten haben, eben hier so eine EC-Münze quasi bekommen. Ja, sehr schön, das freut mich natürlich. Also auch wenn das wirklich auf die Sekunde wahrscheinlich war. Ja, was nehmen wir denn jetzt mal? Ja, nehmen wir mal das, auch wenn ich in dem Spiel eher nicht so gut bin. Das ist ja so ein typisches Spiel, was man aus Wipeout kennt. Jump over the red cushions to stay alive and survive until the end. Ja, eigentlich ganz simpel. Man steht auf Plattformen, das Ding dreht sich und dann muss man halt springen. Da ist es. Und man darf natürlich auch nicht dran hängen bleiben, dann stirbt man sofort. Ja, ich bin da drinnen nicht gut. Game over. Ja, nicht wirklich. Oh, und die anderen auch nicht. Also irgendwie war das Spiel, glaube ich, für uns alle nicht unbedingt sehr gut. Naja, macht nichts. Dann warten wir mal auf das nächste, was dann gleich bekommt. Ja, hier ist so eine schöne Strecke quasi gemacht worden. Geht dann hier runter durch diese Röhre. Ist so eine Kartfahrstrecke, allerdings gibt es kein Spiel, wo man irgendwie Kart fahren muss. Also es, die ganzen Spiele sind eigentlich hier in dieser Halle. Was nehmen wir denn jetzt mal? Das fände ich nicht schlecht, aber es wird eher Flat Survival. Ja, Flood Survival. Stay away from the water to survive the floods. Ja, hier ist jetzt so, wir gehen quasi hier in den Kreis rum und irgendwann hier eine Plattform irgendwo hoch. Und genau, hier ist sie. Da haben wir nochmal Glück gehabt und jetzt heißt es obendrauf. Es steigt an das Wasser und alle, die es irgendwie rechtzeitig schaffen, ersaufen. Ja, und diese Plattform, die geht eben random irgendwo hoch. Und dann muss man halt Glück haben, dass man richtig ist. Okay, da ist sie. Schnell hin. Jawohl. Das hätten wir geschafft. Oh je, jetzt sind wir nur noch hier zu dritt. Okay, mit den beiden Damen quasi jetzt hier noch unterwegs. Und wie sieht es aus? Da. Hoch, ups. Okay, wir sind nur noch zu zweit. Und damit ab. Ah.
Ja, oh. Das war... Warum? Oh. Ich habe schon gedacht, die will in den Freitod springen. So, noch eine Minute. Durchhalten. Da. Ey, was? Was? Okay, ich bin jetzt hier irgendwie verbuggt, also... ja, da habe ich jetzt Glück gehabt, weil ich da irgendwie in die Plattform verbuggt war. Was ist das jetzt? Achso, Hörfgeneration. Scheiße! Hoch! Ach! Aber, da haben wir Glück gehabt, weil es gibt manchmal so Special-Effekte und da haben wir jetzt nochmal Glück gehabt. Ui. So, und jetzt haben wir den Speed Boost. Nur, ja, das ist egal, wir haben gewonnen. Awesome. Jawohl, awesome. Und zwei Punkte auch noch einkassiert. Ja, sehr, sehr gut. Also das hätte ich nicht gedacht, dass ich das so überlebe, aber man lässt sich ja immer gerne mal überraschen. Ja, schade für die andere, aber wir haben da auch ein bisschen Glück gehabt, dass wir diesen Heilungsgeneration Kugel quasi bekommen haben, weil die hat uns quasi den Arsch gerettet. Vote for the minigame you would like to play. So, das Parkour Crossing, das ist mein persönlicher Favorit, da bin ich eigentlich relativ gut immer drin. Ja, und das kommt jetzt. Cross back and forth as many times as you can to score points. Jetzt darf ich mich nur nicht unbedingt blamieren, weil das ist eigentlich so meine, mein großes Favoritenspiel. 3, 2, 1, go! Ja, und jetzt heißt es quasi immer von der einen Seite zur anderen springen. Dong. Und wieder hinüber. Nur natürlich mit dem Unterschied, dass quasi natürlich diese Plattformen immer anders sind. Also man kann jetzt relativ gut auch erkennen, zum Beispiel hier nebenan, dass die Plattformen zum Beispiel sich bewegen, dass sie weggehen. Zum Beispiel da drüben ist jetzt eine bewegliche Plattform. Ja, vielen Dank, dass ich in dir gebackt bin. Vielen herzlichen Dank auch. So, das ist hier ist momentan gesperrt. Hier geht es leider auch gerade nicht lang. Die einzige Möglichkeit ist jetzt hier. Schnell hinüber, jawohl. Fünfmal haben wir jetzt schon die Seite gewechselt. Bup, genau, hier ist natürlich auch etwas, dass sich hier das quasi auf und zuklappt. Jetzt, ja, jetzt müssen wir dummerweise warten. Okay, jetzt geht es hier wieder hoch. Sehr gut. Also zu meinen besten Zeiten. We're running out of time. Zählt tatsächlich 8 Stück. Das haben wir jetzt gerade. Ah, schaffe ich das noch? Ja. Gut, oh. Wow. 9. Nein, den 10. nicht mehr ganz geschafft. On a roll. Yo, ist gewonnen. Puh, habe ich mich zum Glück nicht blamiert. Das ist immer ganz gut, wenn man eine große Klappe hat und sich zum Glück nicht blamieren tut. Ja, sehr gut. Ja, da habe ich mich so auch gesteigert. Ich habe mal schon ein bisschen vorgespielt, habe mal ein bisschen geguckt, ob sich es noch irgendwie verändert hat oder nicht. Das Spiel hatten wir jetzt noch nicht gehabt, aber es wird schon wieder der Sweeper. Also bei dem Spiel ist quasi, da geht es so ein bisschen um Mathematik quasi.
jump over the red cushions to stay alive. Allerdings war das ein bisschen verbuggt gewesen, also es hat zumindest bei mir jetzt nicht so wirklich funktioniert. Schauen wir mal, ob es jetzt besser wird. Aber ich wage es zu bezweifeln, also das ist halt, ja, das ist halt einfach nicht irgendwie mein Fall. Ja. Sensationell, 6 Punkte, 12 Erfahrungen immerhin noch. Wupp, stehen bleiben bitte. Ja, dann schauen wir mal, wie stellen sich die anderen? Tot, alle tot. Ja, kann man nichts machen. So, dann gucken wir mal weiter. Gleich geht es wieder weiter mit dem nächsten Minispiel. Mal schauen, was ist. Vote for the minigame you like. Dann voten wir mal. Das hatten wir alles noch nicht. Ja, okay, dann kommt jetzt tatsächlich das mit Show of Hands. Ich hoffe, es funktioniert. Ja, go, aber das, es funktioniert halt nicht. Es müsste eigentlich eine Aufgabe kommen, aber es funktioniert einfach nicht. Ich gehe jetzt einfach da mal hin, wo die anderen sind. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum es nicht funktioniert. Also wir haben einen Punkt bekommen. Ich gehe jetzt einfach mal dahin, wo die meisten hingehen. Nämlich dahin. Das ist jetzt natürlich blöd, aber ich weiß nicht, woran es liegt, warum es nicht funktioniert. Also gerne in den Kommentar schreiben, was hier falsch ist. So. Also normalerweise, so habe ich es zumindest in Erinnerung, dass da irgendeine simple Matheaufgabe kam und dass man dann dahin gehen muss. Aber ich weiß halt jetzt nicht, warum das hier scheinbar irgendwie nicht so richtig will. So, da. Gut. Okay, war dann doch falsch. We're running out of time. Vielleicht kommt ja gleich noch irgendwas Besseres. So. Ja, da konnte ich jetzt, wie gesagt, nichts machen. Trotzdem haben wir den zweiten Platz uns ergaunert. Level up! Congratulations! Ja, und wir haben ein Level up hier erzielt. Ich würde mal sagen, ein Minispiel wird noch gehen. Vielleicht eins, was wir jetzt hier noch nicht hatten. Und dann schauen wir mal. Als genauer gesagt, müsste es glaube ich noch zwei geben. Gut, eins war jetzt doppelt. So, dann nehmen wir jetzt natürlich das hier. Aber ja, es kommt wieder eher mein Favorit an. ja. Dann machen wir jetzt noch einmal das Spiel, wo ich ja eigentlich so gut drin bin. Mal gucken, ob es funktioniert wieder. Ob wieder alle abgezogen werden oder ob sie mich abziehen. Ja, mal schauen. Uff.
Das war knapp. Ah! Das ist halt immer das Problem, wenn man, wenn da zu viele Leute sind, die dann quasi hier so ein Chaos dadurch veranstalten. Na, jetzt geh rüber. Ja. So, rüberfahren bitte. Was war das denn? Okay, jetzt kommen die Plattform. Okay, da geht's hoch. Ja. Da geht's gerade runter. We're running out of time. Jetzt müsste ich hier wieder hochgehen. Was war das denn jetzt? Oh, das war jetzt ehrlich, also wir hätten eigentlich 9 gehabt. So, 8. Ja, auch wenn wir uns teilen, aber wieder den ersten Platz erzielt. Ja, und das war quasi eine erste Folge. Vielleicht kommt irgendwann nochmal eine zweite Folge von EGTV Minispiele. Ja, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und ciao.